Dies ist eine typische alte Eiche aus dem Weserbergland. Sie steht im Ernestinental. Das Bild ist auch ganz besonders für mich, weil es mehr aus der Form spricht, wogegen meine Meerbilder mehr aus der Farbe sprechen. Für meine Malerei ist sehr typisch das Arbeiten in Serien. Der eigentliche Inhalt tritt so immer mehr zugunsten der Malerei in den Hintergrund. So entstehen oft ganze Zyklen von Bildern, die ich jetzt gerade in diesem Fall hier an der Weser gearbeitet habe. Also ich arbeite immer direkt unter freiem Himmel. Im Atelier werden nur noch kleine Sachen hinzugefügt. Meine Vorliebe gilt natürlich auch gerade der Sonne und den Gegenlichtsituationen, weil da die Fantasie und die eigene Kreativität am meisten auch gefordert wird.